Hey Leute, ich habe mir heute mal eine kleine Überraschung überlegt, und zwar will ich euch heute mal zeigen, wie ihr euren eigenen Skin herstellen könnt bzw. machen könnt. Und zwar zeige ich euch das anhand eines Motorrads, an einem Motorradskin. Ihr seht schon, hier hinten habe ich schon ein bisschen was gemacht. Hier ist auch noch das niederländische Nummernschild dran. Das muss auch noch geändert werden. Das machen wir alles nachher später. Und ja, auf jeden Fall hier hinten, ich habe schon mal die ganzen Koffer geändert, wie es im Original aussehen soll. Hier habt ihr nochmal das Originalbild zum Vergleich. Von dem hinteren Teil, es sieht eigentlich sehr, sehr gut aus im Moment. Hier oben, das ist noch ein bisschen abgekantet. Mal sehen, ob ich das noch ändere, weil eigentlich gefällt es mir noch so. Und ja, was ich euch jetzt zeigen werde, ist, wie ihr hieraus euren eigenen Skin machen könnt ohne Template. Also ohne Vorlage euren eigenen Skin zu erstellen, und dieses Motorrad wird dann wahrscheinlich auch veröffentlicht. Ich muss dann nochmal so durchgucken wegen den ganzen Credits und sowas. Und ja, erstmal zeige ich euch, wie ihr anhand dieses Motorrads euren eigenen Skin erstellen könnt. Und ja, wie gesagt, ihr habt diesmal kein Template, das heißt, ihr müsst es selber machen. Und dafür gibt es eigentlich einen ganz einfachen Trick. Aber als erstes brauchen wir natürlich mal die Vorlage bzw. den Skin von diesen Teilen hier vorne, damit wir es später so aussehen lassen können wie hier vorne. Und ja, dafür gehen wir erstmal in OpenV4. Übrigens, ich würde euch auch empfehlen, immer wenn ihr einen Skin machen wollt, holt euch ein Foto aus dem Internet von dem Wagen, den ihr bearbeiten wollt, und öffnet das in einem anderen Fenster. Und dann könnt ihr nämlich einfach immer mal wieder rüber switchen, um zu gucken, wie es aussieht. Oder am besten, ihr habt zwei Monitore für sowas, dann könnt ihr rechts einfach ein Bild offen haben. Oder ihr könnt euch zum Beispiel das Motorrad auf rechts legen bei eurem Monitor und könnt es immer drehen und gucken, was jetzt passt, was nicht passt. Und auf jeden Fall holen wir uns jetzt erstmal den Skin ab. Das müsste hier unten sein bei Template. Ja. Dann öffnen wir das als PNG. Hier habe ich es auch schon in den Ordner reingemacht. Deswegen brauche ich es jetzt nicht nochmal rauskopieren. Und ja, dann ziehen wir uns das in Photoshop rein. Und ja, jetzt sehen wir das hier. Ist natürlich ziemlich kacke. Wir wissen nicht, wo was ist, wie was aufgebaut ist. Und dafür können wir uns dann einfach mal das Motorrad reinholen. Und natürlich hängt jetzt alles, weil ich noch das hier unten offen habe. Und jetzt können wir uns das mal kurz angucken. Also, ich vermute ja mal, hier dieser blaue Strich gehört hierzu und dann der rote halt entgegengesetzt davon, und hier unten wie das dann aufgebaut ist. Aber jetzt erstmal ein kleiner Trick, wie wir das auch ganz sicher feststellen können. Und zwar machen wir eine neue Ebene und dann ändern wir hier zum Beispiel mal die Farben ab. Und zwar hier zum Beispiel auf dunkelgrün 1, und das hier, wo ist denn das Malteil, können wir auch mal ein bisschen größer machen. Und dann können wir hier, machen wir das mal dunkelgrün. Hier würde ich sagen blau. Und das ist jetzt einfach nur, um zu wissen, wo die Ebenen nachher liegen, beziehungsweise wo ihr jetzt die verschiedenen Sachen findet. Und dann zieht einfach ein paar mal mit euren Farben hier lang. Am besten auch mit unterschiedlichen Farben. Dann könnt ihr nämlich schon im Vorhinein richtig einschätzen, wo alles liegt. Ist zwar noch nicht so genau, weil, wie gesagt, man verwackelt auch ein bisschen mit der Hand beim Zeichnen dann, beziehungsweise beim Farbesetzen. Und das ist natürlich dann auch nicht so gut. Hier. So. Das müssen wir dann einfach ein bisschen durchmachen. Ändert die Farben immer ab. Also sorgt auch dafür, dass ihr nicht irgendwie nur einen kleinen Farbunterschied habt. Denn manchmal kann man das dann nämlich nicht mehr sehen. Sondern sorgt dafür, dass ihr einen sehr, sehr großen, sehr, sehr großes Farbspektrum im Bild habt. So könnt ihr auch feststellen, wo welche Position ist von jenem Teil. Und diese Ebene wird auch bis zum Ende da bleiben. Die werden wir immer wieder benötigen, auch wenn wir später genauere Ebenen machen. Wir werden das hier immer wieder benötigen. Also, nachdem ihr das gezeichnet habt und es kurz gespeichert habt, dann, naja, nicht sofort löschen. Jetzt gehen wir hier einfach unter Speichern, machen da draußen ein PNG-Format und einfach ersetzen. Ihr müsst das Template nicht ersetzen, also ihr könntet auch es umbenennen, aber ja, ist eigentlich unnötig. Jetzt, wie gesagt, das Motorrad sieht im Moment noch so aus. Dann öffnen wir uns OpenV4, gehen auf die JTD und gehen hier runter, drücken auf Replace und replacen erstmal. Das kann je nach Größe ein bisschen dauern, halt, wenn das 4K-Auflösung ist. Das ist ja im Moment 2K. Und ja, wie gesagt, ich hatte schon mal recht mit den Teilen hier oben. Da müssen wir dann halt mal alles durchgucken, wie wir das genau legen. Das BMW-Logo liegt auf
jeweils dem grünen und dem gelben hier. Und naja, hier drüben liegt es auf dem roten und dem grünen. Also auf dem dunkleren Grün. Dieses Foto, ich habe übrigens zwei Monitore, also beziehungsweise das Motorrad werde ich mir jetzt auf rechts legen, damit ich mir genau angucken kann, wo im Moment die ganzen Sachen sind. Dann ist das alles viel leichter zu bearbeiten. So, hier habe ich noch einen Reflektor, den brauchen wir später. Und jetzt gucken wir uns erstmal an. Jetzt gucken wir uns erstmal das Motorrad an. Wie es im Moment aussieht, beziehungsweise dieses Motorrad will ich ja herstellen. Und jetzt hole ich mir erstmal nochmal die Farbe von hier drüben. Weil wenn man hier so drüber geht, kann es sein, dass es unterschiedlicher Farbton ist und das wollen wir ja nicht. Also benutzt immer den gleichen Blaufarbton. Ich habe jetzt den hier genommen, der hier schon für die Koffer und so drüben, also auf dem Motorrad drauf ist. Und dann gucken wir uns erstmal an, was ist hier oben. Hier oben die Striche könnten wir eigentlich schon wegmachen. Das könnten wir schon weiß machen. Also ganz einfach, hier oben die Teile kann ich schon mal entfernen. Und eine neue Ebene. Und dann ziehen wir da einfach, falsche Farbe, wechseln wir das einfach mal ins Blau rein, beziehungsweise ins Weiß. So, damit haben wir dann hier schon mal die Ebene, ist quasi weg für uns. Die wird dann dem Motorrad ja nicht mehr benötigt. Und jetzt müssen wir das Schwierige machen, dieses Muster hier unten müssen wir langsam herstellen. Und dafür nehmen wir hier oben das Tool, das Polygon-Lasso-Werkzeug. Wir gucken uns nochmal das Motorrad an und dieses, beziehungsweise das, wie es später aussehen soll, nehmen es am besten einfach mal von der gleichen Seite und wir sehen, es muss nicht immer haargenau sein. Es ist ja nicht so, dass alle darauf achten, dass es super realistisch haargenau so sein muss wie in Real Life. Und dann gucken wir mal, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal diese pinke Linie als, beziehungsweise der grüne Strich, den werden wir mal als Abstand nehmen, beziehungsweise da werden wir das Blau drauflegen und hier wird es dann weiß bleiben. Und nach hier hinten weg wird es dann wieder blau, geht hier runter und dann ist es eigentlich schon ziemlich gut gelegt, wie ich es vorher gemacht habe. Wir müssen halt nur wegen den Abständen hier gucken. Ich will nicht dieses Blau durchgezogen haben, sondern ich will es ja ein bisschen so haben. So, also wie gesagt, wir fangen einfach mal bei dem Grün an und legen unser Blau hier hoch. Und wir machen uns ein kleines Muster, ziehen erstmal einfach zum, damit wir was drauf haben, nehmen wir das jetzt erstmal so, machen eine neue Ebene, lassen die erstmal über, also wir legen sie erstmal unter die Ebene mit den ganz vielen Strichen, dann nehmen wir unseren Blauton und ziehen unser Blau rein und dann entfernen wir das ganze Ding wieder, ich lege es mal kurz drüber. Das müsste so eigentlich sehr gut funktionieren. Und dann machen wir das Ganze auch auf der nächsten Seite von dem Motorrad. Das heißt, hier werden wir ab... Ja, das ist ein bisschen mies jetzt gesetzt mit dem Blau, weil das nach oben ein bisschen ausgeartet ist. Also ich werde das jetzt nach Augenmaß runtersetzen. Gucke ich nochmal. Ja gut, es kann jetzt sein, dass das nicht direkt was wird beim ersten Versuch. Und dann ziehen wir das Blau. Die Sache, jetzt hatte ich nicht wegen unten geguckt, wir lassen es einfach mal bei diesem Pink. So. Und ganz wichtig, erstellt eine neue Ebene. Immer wenn ihr irgendwas Neues macht, erstellt eine neue Ebene, dann könnt ihr das viel leichter alles abändern. So. Jetzt haben wir erstmal quasi unsere Blautöne. Und ja. Wo ist es? Hier. So, jetzt würde ich mal spontan sagen, wir gucken uns das nur mal ganz kurz an, also als PNG abspeichern. Und das schließen wir. Wir öffnen das, wir brauchen nicht mal auf Replace drücken, wir können ja einfach hier runter gehen und das kurz reinziehen. Save. Und dann gucken wir mal kurz, wie das momentan aussieht, ob es gut aussieht, ob es scheiße aussieht. Weil immer ihr guckt besser einmal mehr nach als einmal zu wenig. Weil, ja gut, das funktioniert eigentlich, wenn wir hier dann das Blau bei dem Pink einfach absetzen und dann hier diesen Weißeffekt machen. Also, dass wir das hier dann weiß lassen, beziehungsweise Silber, ja, das passt, ist das schon mal gut. Müssen wir uns auch merken, wo das BMW-Logo sitzt, würde ich mal sagen. Also, machen wir das erstmal weg und jetzt machen wir das alles mal genauer. Also, wir machen dieses hier genauer, indem wir das als quasi
naja, als Linie setzen, statt also genau gezeichnet. Als gleich große Linie mit gleich großem Abstand machen wir nämlich nochmal genau das gleiche mit verschiedenen Farben. Ist halt ein bisschen Arbeit. Ne, weiß nehmen wir am besten nicht. Ist halt ein bisschen Arbeit, wenn ihr so eine Vorlage schon habt für das Auto. Na, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Wenn ihr eine Vorlage habt für das Auto, dann ist ja alles cool. Und ihr habt keine Probleme beim Herstellen von neuen Skins. Das ist jetzt, wie gesagt, so ein kleines Tutorial, falls ihr keine Vorlage besitzt, keine Vorlage habt oder von dem Ersteller, wenn ihr nachgefragt habt, keine gekriegt habt, aber ihr wollt euch unbedingt das Motorrad so umändern, beziehungsweise dieses jeweilige Auto, dann könnt ihr ganz einfach die Sachen so reinsetzen. Das Grün ziehen wir noch ein bisschen hoch. Es ist halt, wie gesagt, nervige Kleinarbeit, dies zu machen. Und naja, wenn ihr einen schönen Skin haben wollt, ist es natürlich auch gut, wenn ihr so ein bisschen Kleinarbeit immer reinsteckt. Ist halt besser als irgendwo. Ich sehe manchmal so Bilder, wo die Reflektoren viel zu groß sind auf das Bild gesetzt. Oder wo das Bild einfach, naja, wo die Blautöne, beziehungsweise dieser Strich von dem Polizeiauto, dieser blaue, einfach viel zu groß geraten ist. Das gibt es ja immer mal wieder. Und naja, ich hoffe, ich kann euch damit einfach ein bisschen helfen. Wie gesagt, ist halt ein bisschen Arbeit, ist kein Ratzfatz-Gemache. Ihr braucht dafür ein bisschen. Es ist ja auch nicht so, dass ihr sofort, wenn ihr anfangt, das sofort reinkriegt, so. Und dann haben wir das für die erste Seite gesetzt und jetzt machen wir das nochmal für die zweite Seite. Hier oben, das Teil könnten wir eigentlich gleich wegschneiden. So. Und auf geht's. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch großartig dazu erzählen soll bei solcher Kleinarbeit. Das ist immer so ein Gemache. Das war jetzt mies. Wir setzen das nach oben und das auch. So haben wir ein bisschen Übersicht drin. Ich würde euch auch nicht empfehlen, diese Ebenen dann zusammenzulegen. Das ist dann auch nur, falls ihr irgendwas falsch gemacht habt, das ist nur Rumgemache, unnötig. Lasst es einfach so. Es wird zwar immer mehr in eurem Ebenenfach, aber naja, ihr könntet auch alles durchnummerieren. Im Moment irgendwie unnötig. Aber naja, falls ihr Ordnung drin haben wollt, nummeriert hier die Ebene noch durch. Also nicht nur Ebene 11, sondern hier zum Beispiel, obwohl hier passt Hintergrund nicht, dann setzt ihr zum Beispiel bei dem weißen Fix oder sowas, und damit ihr euch einfach besser merken könnt. Das würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr wirklich an einem Skin länger arbeiten wollt, also über ein paar Tage jetzt. Das gibt es ja auch immer mal wieder. Den Blauton ändern wir besser nicht, den brauchen wir vielleicht gleich noch. Oh ja, machen wir einfach mal weiter. So, jetzt sind wir damit auch erstmal fertig geworden mit dem besseren Anordnen. Dann speichern wir das mal kurz und gucken uns das am Motorrad an. So, das schließen wir, dann öffnen wir das wieder und wir ziehen es hier rein. Safe. Und dann gucken wir uns kurz das Motorrad an. Ja gut, jetzt wissen wir nämlich schon mal, wo wir ungefähr den Reflektor reinsetzen müssen. Hier einmal bei dem Blau. Oh, die Blautöne sind gleich. Das ist jetzt mies. Wir müssen uns an dem oberen orientieren. So, dann machen wir mal weiter. Wie gesagt, merkt euch das. Dann guckt euch wieder den Skin an. Dann holt euch von irgendeiner Seite bzw. von irgendeinem Polizeiauto, könnt ihr einfach einen Reflektor nehmen und den rausschneiden mit diesem Werkzeug hier und könnt ihn halt rausziehen. So, hier unten das Teil will ich nicht haben. Das nenne ich jetzt auch mal Reflektor. Und wo ist er hin? Ah, da ist er. So, jetzt gucken wir, für welche Seite machen wir es denn als erstes. Machen wir es für... Na, eigentlich ist egal. Machen wir es so rum. So, der Reflektor muss ein bisschen größer gezogen werden. Dann verliert er aber gleichzeitig auch an Auflösung. Also übertreibt es nicht, die Dinger jetzt hier so riesig zu machen. Dann sieht man ja halt nichts mehr. Beziehungsweise die sollen ja klein sein. Die sollen ja nobel aussehen. Wie ist es hier aufgebaut? Die Reflektoren sind halt ein bisschen in Länge gezogen. Das können wir jetzt mit diesen hier nicht machen. Das ist schade, weil dann sieht es nachher komisch aus. Und jetzt ziehen wir das einfach an der blauen Linie runter. Also
an der Kante und achte darauf, dass es ist nicht schlimm, wenn da so ein bisschen was anders aussieht, beziehungsweise wenn das leicht verschoben ist, aber wenn es zu viel verschoben ist, sieht man das natürlich auch. Und das ist jetzt halt Kleinarbeit. Das ist Kleinarbeit bei sowas. Also falls ihr amerikanische Fahrzeuge macht, da ist das ja nicht mit den Reflektoren und so. Die sind halt in anderer Hinsicht schwerer zu erarbeiten, weil die ja eher diese Muster haben. Bei deutschen Fahrzeugen ist ja eigentlich alles gleich geblieben, beziehungsweise bleibt über die Bundesländer alles gleich. Bei amerikanischen Fahrzeugen ist es ja eher so, dass ihr... Wo bin ich stehen geblieben? Dass ihr eher so solche Skins bzw. richtige Muster erstellen müsst für das Fahrzeug, wenn es originell aussehen soll. Die Reflektoren sind übrigens ein bisschen zu weit auseinander. Also ziehen wir die einfach ein bisschen näher zusammen. Dann gucken wir mal kurz rein, wie es aussieht. Einfach wieder abspeichern, fertig, und dann öffnen wir wieder, beziehungsweise schließen erstmal wieder das hier und öffnen, ziehen das rein. Hat er es gespeichert? Das weiß ich jetzt nicht. Doch. Hat er gemacht, also hier speichern. Und dann gucken wir uns das Motorrad wieder an. Hier haben wir jetzt die Reflektoren. Mit dem BMW-Logo, wie war das da? Ist das mehr ausgeschnitten gewesen? Sah es mehr ausgeschnitten aus? Ja, das ist jetzt ein bisschen mies. Ich würde sogar sagen, ich setze die Reflektoren ganz zusammen. Ich setze sie zusammen übers Bild. Hier die letzten drei, daran könnt ihr euch auch immer orientieren. Die letzten drei, weil das hier ist alles ein bisschen größer, als das Modell an sich benötigt, so, falls ihr wisst, was ich meine. Die letzten drei, dann zwei, also der hier oben ist eigentlich unnötig. Also dieser Reflektor, ihr seht den hier nur in so einem ganz kleinen, warte, ich zoom mal rein. Da seht ihr den. Das sieht halt ein bisschen, wenn jemand da das Auge hinsetzt und den Eimer, das einmal so komisch sieht, dann sieht er das halt durchgehend. Ich würde spontan sagen, wir setzen mal den letzten, machen wir generell raus, also beziehungsweise den ersten. Und ab jetzt setzen wir die Reflektoren zusammen. Also, dass es nicht scheiße aussieht. Hier würde ich sagen, machen wir dann die Brücke. Hier ist ja auch so ein kleiner Abstand. Der setzen wir ein bisschen quer rein. Ist da ja auch ein bisschen quer. Schneiden es ab. Ja, das ist jetzt halt. Es ist hier eher so rundlich. Es sieht ein bisschen mehr rundlich aus. Aber egal. Jetzt müssen wir den hier näher ranholen. Den hier auch näher ranholen. Jetzt müssen wir bei dem hier, damit es vernünftig aussieht, auch so einen queren Cut machen, damit es quasi wie auseinandergeschnitten aussieht. Jetzt ziehen wir das noch ein bisschen näher ran. Das hier ein kleines bisschen näher ran. Zoomen hier unten nochmal rein. Wie es hier war. Quatsch. Jetzt ist halt das Miese. Ich kann nicht sehen, ob hier noch ein Cut war. Also, jetzt so, nicht löschen, zurück. So, dann machen wir hier einfach mal noch einen Cut. Oder wartet mal, wir können das auch so machen. Jetzt verbinden wir alle Reflektoren. Nee, machen wir am besten gar nicht. Wir holen uns, welcher war es, der dritte? So, runter, der dritte Reflektor, den kopieren wir. Setzen den hier rein. Sieht das so gut aus? Ja, der Übergang ist ein bisschen kacke. Hier eben 6. Everybody wanna laugh.
Und dann holen wir uns den vierten nochmal, der den Abschluss bildet, beziehungsweise wir holen uns noch einen, das sieht sonst, je nachdem wie es jetzt auf dem Motorrad aussehen wird. Wenn ich jetzt, ihr seht hier ist sehr, sehr viel Dings, also hier ist alles durch. Die Ebenen könnten wir jetzt eigentlich auch mal auf eine reduzieren und einfach mal kurz ausblenden. Dann speichern wir uns das kurz. Und öffnen wieder, beziehungsweise schließen das, öffnen wieder die JTD. Und ziehen uns das nochmal rein. Und dann gucken wir, ob es jetzt alles passt, beziehungsweise ob jetzt alles fertig sitzt. Und na, ist zu lang geworden. Ist viel zu lang geworden hier bei dem, bei dem zweiten Cut würde ich jetzt sogar sagen, hören wir einfach auf. Wir lassen einfach den Cut hier frei, es ist ein bisschen quer, es sieht gut aus, das heißt, wir löschen die letzten 5 und 7 löschen wir, ja, die 5 nicht. Und so haben wir schon mal die erste Seite gemacht, jetzt machen wir alle Ebenen zusammen, kopieren uns die zusammengefügten Ebenen, spielen sie horizontal. Das funktioniert eigentlich fast immer so, wenn ihr das so macht. Und jetzt, wie war das hier abgebildet auf der Seite? Ah, mies. Jetzt müssen wir nochmal mit den Reflektoren so speichern. Und, nee, den wollen wir nicht öffnen. Und ziehen das wieder hier rein und dann gucken wir wieder, ob das alles mit den Reflektoren so passt. Wenn es passt, wenn es nicht passt, wenn es nicht passt. Ist auch nicht schlimm. So, welche Seite war es? Das war die wir hatten. Das ist die neue. So, jetzt gucke ich hier nochmal. Bei dem blauen geht es durch das BMW-Logo und hier ist es halt, das ist alles ein bisschen länger. Aber theoretisch ändern wir hier ein bisschen die Gradzahl. Und wir gucken hier nochmal. Da fängt es auch nicht sofort an. Ich würde sagen, hier setzen wir gleich nochmal einen Reflektor. Also hier hinten dran setzen wir nochmal. Einfach nur, damit es schöner aussieht, kurz. Und dann hier wegschneiden. Passt das so? Es passt. So. Ebenen zusammenfügen. Dann löschen wir die hier nämlich nochmal. Und machen hier nochmal eine neue. Beziehungsweise wir kopieren uns die nochmal. Ändern sie nochmal in der Horizontale. Ändern ein kleines bisschen die Gradzahl. Gucken uns jetzt an, wie es aussieht ohne die Teile. Ziehen das wieder rein. Und es sieht scheiße aus. Wir müssen in der Horizontale noch ziemlich viel anpassen. Wir müssen uns noch ziemlich viel nach unten beugen. Am besten ziehen wir uns, ja, mit denen hat es ja gar nicht funktioniert. Also machen wir das jetzt einfach ein bisschen freie Hand. So müsste es eigentlich in der Horizontale klappen. Beziehungsweise von der Gradzahl. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es müsste eigentlich hinhauen. Wie gesagt, ist halt, wenn ihr ein vernünftiges Fahrzeug haben wollt, dann müsst ihr euch ein bisschen Mühe geben, müsst alles leicht angehen und falls was nicht stimmt, nicht einfach da drauf so, ja, das sieht schon keiner, macht das schon vernünftig. Und es passt sogar fast und dann müssen wir gleich sogar noch hier ein bisschen was abschneiden. Ja, ziehen das noch ein bisschen, machen den Stopp und
speichern. Jetzt haben wir es nicht als PNG gespeichert, glaube ich zumindest. Also machen wir das kurz nochmal. Schließen es wieder, öffnen das hier und ziehen. Ja, wir hatten übrigens gerade keine PNG. Können wir das hier einfach mal kurz rauslöschen. Und gehen auf Speichern. So. So langsam, ja. Ja, so lasse ich es. Jetzt ist halt die Sache mit dem BMW-Logo. Hier ist es so vorne so zack weg und dann geht's hier durch. Also, der Cut muss jetzt in die Richtung. Machen das jetzt einfach mal so ein bisschen frei Hand, ob es passt oder nicht. Nicht können wir ja einfach hier über Schritt zurück das gleich wieder zurücknehmen und wieder neu anpassen. Und wir stecken das wieder hier rein. Es wird wieder gespeichert und wir gucken uns das Motorrad wieder aufs Neue an. Ja, da ist halt ein bisschen zu viel weg. Kleines bisschen zu viel. So. Jetzt, da das gleich passen dürfte, würde ich sogar sagen, wir nehmen uns die Ebene, ziehen hier einfach nochmal, also die unterste Ebene, wo wir gerade, ja, keine neue, das ist jetzt mies, machen das kurz auf weiß, gehen hier drauf und lassen diese anderen Farben verschwinden, beziehungsweise die, das Muster von der Polizei. Und jetzt, wenn es gut aussieht, wäre das natürlich jetzt schon ziemlich Premium. Und wir haben... Ja, gut, das passt schon mal. Jetzt ist halt die Sache, sieht halt irgendwie... Naja, hier vorne, das muss noch irgendwie ein kleines bisschen angepasst werden. Also würde ich sogar sagen, wir nehmen dies hier, blenden wir einmal kurz aus, blenden die hier wieder ein, speichern es und jetzt schneiden wir nämlich das Blaue weg, wie es bei dem originalen Polizeifahrzeug auch ist, dass hier dieses Blau nicht zu viel wird. Und füllen das wieder ein. Ihr merkt schon, ich sitze jetzt schon 30 Minuten einfach nur an dem vorderen Stück und ich habe dahinter, also davor schon halt das hintere Stück gemacht, angepasst und da war es halt auch die gleiche Arbeit. Also es kann mal sein, dass ihr einfach wie jetzt an so einem Fahrzeug eine Stunde dran sitzt, kann auch sein, dass ihr 2 Stunden dran sitzt oder je nachdem, wie viel ihr arbeitet, halt auch mal, halt wenn ihr wenig macht für das Fahrzeug, und einfach nicht so viel Zeit investieren wollt, dass ihr einfach auch mal ein paar Tage da dran sitzt, wenn ihr das vernünftig machen wollt. Gucken uns das nochmal kurz an. Jetzt ist halt... Ist halt die Frage, wo hören wir... Wo soll das bei uns aufhören? So, jetzt haben wir das so gesetzt, dann nehmen wir auch die Ebene, wo wir das gleich rausmachen wollen, auf Ebene umkehren und schneiden es so aus. Wenn ihr es anders machen würdet, ohne Ebene umkehren, dann würdet ihr das Blaue wegschneiden und der Rand würde da bleiben. Wir wollen das jetzt aber so haben. Und wie viel habe ich denn da gerade eigentlich weggeschnitten? Okay. Schritt vorwärts. Löschen wir. So, jetzt haben wir es so, wie ich es haben will. Na, verdammt. Nochmal Schritt zurück. Ich will nämlich diese Ebene hier nochmal mitnehmen. So, das Teil. Ach, verdammt, nein. Nice.
auf die Ebene, dann gut, ich weiß gerade auch nicht, warum das nicht funktionieren will, dann müssen wir das halt mal kurz freihand machen, obwohl freihand halt niemals gut, nie gut ist. Am besten ihr nehmt halt immer ein Muster, wie ihr es haben wollt, und dann lasst ihr es einfach so. Weil jetzt ist halt auch wieder die Sache, ob es jetzt gleich genauso aussehen wird wie das Muster eben, beziehungsweise das Muster, was wir gerade gemacht haben. Dann gehen wir hier drauf. Jetzt zeige ich euch, was ich meine, was passiert, wenn ihr Auswahl nicht umkehrt. Dann schneidet ihr das aus. Also Schritt zurück, Auswahl umkehren und so ausschneiden. Dann blenden wir nochmal kurz die Flächen ein und drücken auf Speichern. Wenn wir Glück haben, passt jetzt alles und wir wären schon fast fertig mit dem Motorrad. Wenn wir kein Glück haben, müssen wir noch ein bisschen was anpassen. Aber ihr seht halt, worauf ich hinaus will. Es ist halt ein bisschen Arbeit, wenn ihr noch euren eigenen Skin erstellen wollt, der auch halt ansatzweise gut aussehen soll. Das ist jetzt halt mal auf schneller erstellt. Und das ist jetzt auch im Moment halt ein Autoskin. Ich mache ja eher solche Skins für die Pets, also für die Personen. Und da ist es halt auch so, da ist es halt ziemlich schwierig mit dem Wappensetzen und so. Ja, das sieht halt hier vorne nicht so Premium aus. Ich will jetzt auch nicht unbedingt weitermachen, ich werde das hier noch ein kleines bisschen bearbeiten. Das Video werde ich in der Zeit hochladen, vielleicht habe ich das Motorrad dann auch schon fertig und werde es auch schon hochladen. Aber ja, ihr seht, worauf ich hinaus will, was ihr alles machen und beachten sollt. Der Skin ist jetzt nicht richtig perfekt, ich werde später noch dran arbeiten. Das Video lädt sich, werde ich hochladen, wie auch will ich es eigentlich noch sagen. Danach wird dieser Skin kommen, beziehungsweise vielleicht ist er dann schon draußen, das weiß ich noch nicht, Leute. Haut rein, ciao.